Das Webinar wird in Kürze beginnen. Bitte warten Sie einen Moment. Das Webinar wird in Kürze beginnen. Bitte warten Sie einen Moment. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Willkommen an alle, die jetzt schon bei uns hier im Webinar sind. Wir starten in wenigen Minuten. Pünktlich um 4 geht es los. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Also gerne alle Kommentare und Fragen in den Chat reinschreiben. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir starten. Bis später.
Willkommen an alle in unserem heutigen Webinar zum Thema Alternativen der Fußbodenheizungsregelung. Mein Name ist Alice Salomon. Zusammen mit meiner Kollegin Monika Casas organisieren und halten wir Webinare. Heute bin ich für Sie im Chat da und im Hintergrund da. Mein Kollege Marius Kaczauna wird Sie als Experte durch das Thema führen. Wir haben ungefähr eine Stunde Inhalt geplant und alle Teilnehmer selbst sind stumm geschaltet. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, dann schreiben Sie uns gerne im Chat. Dann nehmen wir alle Fragen und Kommentare gerne mit auf. Wie Sie auf dem Bildschirm, auf der Übertragung sehen können, bieten wir Ihnen natürlich auch im Nachgang Informationen an. Wir haben eine Webseite für Sie erstellt, shk.danfoss.de heißt diese Webseite, speziell für Heizungsbauer erstellt, also den Fokus auf die Produkte, die Sie im Alltag benötigen. Und stöbern Sie einfach mal auf der Webseite, dort findet sich alleine schon sehr, sehr viel an Informationen. Wenn Sie speziell für dieses Webinar im Nachgang nochmal die Aufnahme, Handout, Informationen, weiterführende Informationen, Webinare hören und lesen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal auf diese Webseite zu gehen und direkt dann auf der Startseite auf den ersten Banner zu klicken und sich anzumelden. Dann bekommen Sie die Informationen von uns, können auch hier auf den QR-Code, den QR-Code einfach mit Ihrem Handy abscannen, dann funktioniert es auch. Und alle, die sich dort anmelden, kommen in einen Lostopf und können für Ihr Unternehmen, für Ihren Betrieb dann ein schönes Set aus großem Tischkicker, sehr großem Fernseher, Snacks, Getränken und so weiter alles bekommen, was Sie hier auf dem Bild sehen. Also eine nette Geste, wenn Sie für Ihr Unternehmen sowas gewinnen. Und ich denke, mit den Regelungen, die jetzt so nach und nach lockerer werden und die Inzidenzzahlen dann doch etwas besser werden, ist es mit Sicherheit auch wieder möglich, gemeinsam im kleinen Kreis im Unternehmen das Ganze zu nutzen. Denken Sie natürlich auch dran, wenn Sie sich da angemeldet haben, so wie Sie es wahrscheinlich auch von vielen anderen Stellen kennen, reicht es nicht einfach nur, sich dort einmal anzumelden. Es ist noch ein weiterer Klick notwendig, ein relativ einfacher Klick. Einfach in Ihre Mailbox gucken, mal die E-Mails öffnen, dann werden Sie eine E-Mail von uns bekommen, dort nochmal bestätigen. Dann haben wir auch das Recht, Ihnen die Informationen zuzusenden und dann funktioniert das alles. Gut, soweit von meiner Seite ist alles geklärt. Wie gesagt, wenn Fragen sind, zögern Sie nicht. Ich werde im Chat schon mal so viel wie möglich vorbeantworten und dann aber auch größere Fragen laut vorlesen, sodass mein Kollege Marius dann die Frage entsprechend beantworten kann. Marius, the stage is yours. Du kannst gerne beginnen. Herzlichen Dank, Alice. Ja. Mein Name ist Marius Kaczauna. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Der Traumwetter hier in Rhein-Main-Gebiet verlässt uns. Ich meinte dieser Traumwinterwetter. Es war echt wunderschön, Schnee und Sonne zu haben, aber wir sind vorbei. Zu mir zwei Sätze. Ich bin seit 2001 für Danfoss tätig. Und ich bin aktuell als Portfolio-Manager für Produkte im Bereich Wohnungsbau verantwortlich. Unser heutiges Thema, Alternativen der Fußbodenheizungsregelung, werde ich darstellen, gespiegelt an Danfoss-Lösungen oder gespiegelt in Danfoss-Lösungen. Erste wäre die Danfoss-Icon-Produktfamilie und dann als zweite die Danfoss-Unofloor, die fertig konfektionierte Verteilerstationen. Alternativen. Ja, das gibt sehr, sehr viele Alternativen in der Regelung und ich hoffe, dass ich vielleicht einen Teil dieser Alternativen hier mit aufgelistet habe. Viele möchten Offline-Varianten von der Regelung, anderen online. Manche sind gewohnt mit digitalen Anzeigen, andere wollen nur analoge Anzeigen. Und wenn es eine Display, da gibt es vielleicht ein ganz normales Display oder ein Touch-Display oder gar kein Display.
Bei den Raumthermostaten sind je nach Bau, Altbau, Neubau, vielleicht Aufputz, weil es Funkregler sind, oder Unterputz, wenn es ein Neubau ist oder ein Kernsanierung, dann kann man auch einen Unterputzthermostat nutzen. Auch die Thermostate sollen einfache On-Off-Regler sein oder sollen pulsweite Modulation-Regler sein, also PWM. Sollen die selbstlernend arbeiten und somit ich die Raumtemperatur, die ich mir um 7 Uhr morgens im Bad wünsche, dann schon vorher peu à peu gestartet zu haben, auf dem Niveau zu haben. Eine Alternative ist, ob verdrahtete Systeme da oder Funksysteme benötigt werden. Und bei verdrahtet bieten wir diese 230 Volt Variante und aber auch eine 24 Volt Variante. Und dann, wenn wir in dem Bereich Geräte sprechen, für viele sind Standalone-Lösungen extrem, extrem gut, weil die sehr einfach sind, und andere möchten gerne offene Systeme, die bereit sind für Integrationen, zum Beispiel in Smart Home. Und genauso wie diese Standalone oder Smart Home, viele möchten nur Einzelkomponenten haben. Und eine Alternative ist, die wir jetzt merken, das ist sehr oft gefragt, sind Vorkonfektionierungen. Das heißt, viele Produkte, die wir hier haben, zusammengeschraubt, ich sag mal so, anstatt 8 Artikelnummer, eine Artikelnummer bestellen, und hat man die Lösung, die zeitsparend ist. Das sind so die ersten Alternativen. Ich denke hier zum Beispiel auch an Heizen oder Heizen und Kühlen. Es wäre eine Alternative, nachdem welche Quelle ich habe. Und auf der anderen Seite sind auch Erwartungen seitens Fachleute, aber seitens auch Endverbraucher. Und da sehe ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt, dass wir eine Lösung anbieten, die sehr einfach zu installieren ist, auch leicht zu bedienen ist, ja, selbsterklärend. Also da vergisst man, wo man die Anleitung was immer so verlegt hat, und dann weiß man nicht, wie das zu bedienen wäre. Das wäre eigentlich ein Chaos, wenn das nicht selbsterklärend ist. Was noch gewünscht wird, natürlich eine präzise Raumtemperaturregelung. Wenn ich jetzt eine Temperatur so um die 20 Grad mir wünsche, nicht, dass dort extrem große Abweichungen sind, gerade mit Fußbodenheizung, dann wird der Raum nicht mehr kühler. Erstmal hat eine Ewigkeit gedauert, bis er warm geworden ist, und dann kühlt es nicht ab. Und das ist auch überhaupt nicht akzeptiert. Die Behaglichkeit leidet sehr, sehr, und das wollen wir in keinem Fall so etwas anbieten. Eine andere Erweiterung ist, in meinen Gesprächen, viele wünschen sich Flexibilität, also am Maximum, am besten, dass ich ganz einfaches System aufbaue und darauf modular irgendwie alles raushole. Also von ganz einfach bis sehr kompliziert. Es wird sehr, sehr oft nachgefragt nach einer App-Bedienung. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Da müssen wir aber immer achten, wenn ich jetzt Heizungssysteme, gerade Fußbodenheizung, über eine App bediene, das spielt eine Rolle, auch mit welcher Geschwindigkeit dieser Wärme im Raum gebracht wird. Manche sind enttäuscht, dass die Heizung nicht wie Licht agiert. Und das ist klar, das kennen Sie auch, wo wir die Erklärung machen. Sie müssen programmieren, Geduld haben, dann bekommen Sie die gelieferte Wärme in der gewünschten Zeit. Und das können unsere Lösungen anbieten. Und diese permanente Anpassungen an den Änderung, egal ob die Sonne scheint oder Zusatzwärme durch den Kamin, offenen Kamin kommt, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil dann könnte ich auch Energie sparen. Und das Ganze soll, wenn es geht, auch förderfähig sein. Und das möchten wir gerne, das Bild, was wir hier durch diese Alternativen sich ergeben, und auch die Erwartung, irgendwie schauen, wo sich in unsere Produkte wiederfinden. Das Bild generell ist, egal ob ich eine Fußbodenheizungsfläche habe oder Heizkörper, das ist sehr komplex. Und gerade in Fußbodenheizung, vielleicht wird mit Fliesen berechnet, und ich habe dann am Schluss hier Parkettböden. Oder ich habe jetzt ein nass verlegtes System, aus irgendeinem Grund wird dann
Strukturen verlegt und eine ganz andere Reaktion hier im Raum. Und das müssen wir echt tatsächlich permanent auch zu den Gegebenheiten, vielleicht Himmelsrichtung Orientierung, sind die Räume nach Süden orientierend oder nach Norden. Und das Ganze soll so betrachtet, dass egal, ob ich nach Norden orientiert die Wohnung habe oder nach Süden oder die Räume nach Norden oder nach Süden, gleiche Behaglichkeit dort herrscht. Dafür möchte ich Ihnen jetzt die Produkte zuerst zeigen. Sie werden hier ein Reiter, meistens ist rechts unten mit dem Häkchen gezeigt, für welche Varianten. Das ist jetzt zum Beispiel 230 Volt verdrahtet, 24 Volt verdrahtet und Funk. Das bedeutet hier, wir haben Raumthermostate, die Unterputz verbaut werden können, aber auch Aufputz. Unterputzthermostate gibt es nur in verdrahteter Version, 230 Volt und 24 Volt. Aufputzversion gibt es natürlich auch im Funk. Und im Funk gibt es ausschließlich in der Aufputzvariante. Dadurch haben wir die Flexibilität, dort zu platzieren, wo es am günstigsten ist, von der Raumtemperaturerfassung, aber auch vielleicht von der Mobilierung, da passt es am besten, es zu platzieren. Natürlich, das ist auch eine der einfachsten Versionen, was die Installation angeht. Sie sehen, das ist eine Grundplatte, dann habe ich einen Rahmen und darauf kommt unser Display. Diese einfache Installation gibt es nicht nur für die Aufputzvariante, sondern auch für diese Unterputzvariante. Wir haben die Möglichkeit, in der Dose unsere Sorgung zu platzieren, wieder ein Rahmen und dann ein Display. Die Variante, die Sie jetzt hier sehen, ist mit dem Anforswandrahmen. Vielleicht ist eigentlich aber ganz gut, dass Sie diese Variante sehen, weil das ist die meistverkaufte Variante dort in Verbindung mit diversen Schalterrahmenherstellern. Das bedeutet, zu der jeweiligen Schalterrahmen könnten wir unsere Display platzieren, wenn auf einem Schalterhersteller ein Adapter genommen wird. Das ist normiert und somit könnten wir beide Teile kommen von dem Schalterhersteller. Könnten wir das Unterputzteil nutzen und natürlich unsere Display. Generell sieht es so aus, wenn Sie die Varianten sich anschauen. Das sind so Schalterrahmenprogramme. Sie sehen hier, Farbenkombinationen sind sehr vielfältig. Auch die Varianten, die wir anbieten. Auf der linken Seite haben wir ein Thermostat mit einer Display-Anzeige in einem Berger-Rahmen. Auf der rechten Seite haben wir ein Einstellrad in einen Gera-Rahmen und in Mitte die Programmierer 230 Volt in Merten-Rahmen. Aber es gibt auch andere Varianten, die könnten auch so aussehen. Somit ist echt quasi ja, in den meisten Hersteller möglich oder mit den meisten Herstellern ist möglich, das zu kombinieren. Die drei verschiedenen Versionen, die Sie vorhin gesehen haben, möchte ich Ihnen in der Form auch vielleicht kategorisieren. Einstellrad, die einfachste Variante, wird sehr, sehr oft in Projekten genutzt. Display-Variante wird insbesondere als Funk- und als 24-Volt-Variante genutzt. Und die Programmiervariante gibt es nur in 230 Volt, wie Sie hier auch sehen, so der Cursor. Und da haben wir hier vordefinierte Zeitprogramme. Die Temperatur kann aber individuell gewählt werden. So, und jetzt die drei Alternativen. Eigentlich sind fünf, wenn wir Aufputz und Unterputz noch sehen. Und somit komme ich zu unserem Display, was sehr gut in dem Umfeld sich anpasst, weil er einfach mit dem Umfeld verschmilzt. Sie sehen hier unsere, ich sag mal so, Kerl. Haben Sie ganz einfache Design, ein File, dieser Return-File, wie Sie kennen. Und diese Anzeige ist
meiste Zeit aus. Wenn es an ist, dann haben wir diese Anzeigen, also Temperatur, Solltemperatur, nach oben, nach unten und eine Anzeige, dass zum Beispiel es geheizt wird. Über diese Pfeil kommen wir in untere Ebene, wo wir zum Beispiel Stellantrieb einstellen können, ob das stromlos offen oder stromlos geschlossen ist, wo diverse Funktionen eingeschaltet werden können, maximal, minimale Temperatur. Über diese Return-File ist das möglich. Jetzt ein Überblick über die Möglichkeiten, die wir in 230 Volt haben. Ich fange einfach im Hauptregler an. Wir haben zwei Varianten von Hauptregler. Wir haben eine Basisversion und eine erweiterte Version. In der Basisversion haben wir einen aktiven Pumpenrelais. Dieser aktive Pumpenrelais schaltet eine Pumpe an. Man kann maximal 100 Watt hier anschalten. Das bedeutet, wenn keine der Raumthermostaten eine Wärmeanforderung hat, dann ist die Pumpe aus. Sobald der erste Thermostat eine Wärmeanforderung hat, wird die Pumpe eingeschaltet. Es gibt zusätzlich einen potenzialfreien Kontakt, zum Beispiel das Kesselrelais, wenn kein Raum Wärme braucht und der Heizkessel das versteht, dann wird gesagt, ausgeschaltet. Oder vielleicht wird über Zone geregelt, dann kann man auf dem Stellantrieb von den Zonenregler das platzieren. Wir können hier maximal 8 Raumthermostate platzieren und es können 14 Stellantriebe genutzt werden. Bei der erweiterten Version, das in der Abbildung, wir sehen hier, die unterscheiden sich, weil wir diese LEDs in der erweiterten Version platzieren, haben wir zusätzlich zu den zwei Pumpen, aktiven Pumpenrelais und potenzialfreie Kesselrelais, an Eingang für Abwesenheit, zum Beispiel, wenn ich nicht programmierbare Raumthermostaten nutze, wenn ich die mit Einstellrad oder mit Display nutze, dann könnte ich ein Signal hier drauf legen und dann wird die Temperatur abgesenkt. Zusätzlich gibt es ein Signal für die Kühlung. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Wärmepumpe umschaltet, dann kann auf dieser Kontakt draufgegangen werden und dementsprechend wird die Pumpe, wird die Regelung umschalten. Da möchte ich gerne Folgendes Ihnen nennen, wenn es ein Kühleingang genutzt wird, um heizen und kühlen zu können, werden die programmierbare Raumthermostate benötigt. Da kommen wir gleich dahin. Zu den Raumthermostaten. Also bitte, wenn es Fragen sind, stellen Sie in den Chat und wir kommen nach 2, 3 Folien wieder zu einer Session, wo die Fragen beantwortet werden können. Und das tue ich sehr, sehr gerne. Zu den Raumthermostaten. Sie sehen hier abgebildet Aufputz- und Unterputzthermostaten. Und bei der Einstellvariante, mit der Einstellvariante können wir maximal 5 Stellantriebe, es können stromlos offene oder stromlos geschlossene, NC-Stell für normally closed, also stromlos geschlossen, die meistgenutzte Stellantriebe, es können aber auch stromlos offene genutzt werden. Das ist einfach von der Verdrahtung, Sie sehen auf der Rückseite von dem Thermostat genau, ob das NC oder NO-Verdrahtung, wo genau gemacht werden muss. Eine thermische Rückführung sorgt dafür, dass wir eine präzise Raumtemperaturregelung haben. Und hier haben wir auch eine Temperaturbegrenzung. Diese 230 Volt Thermostate mit Einstellrad sind ausschließlich für Fußbodenheizung gedacht. Ist egal, ob das nass verlegt oder Trockenbau, dafür sind diese Thermostaten geeignet. Jetzt bei der 230 Volt Variante haben wir genau gleiche sagen wir so, Merkmale, 5 Stellantriebe, 2 Watt Stellantriebe, vorhin habe ich vergessen zu sagen, 2 Watt Stellantriebe können genutzt werden. Für die Unterputzvarianten gibt es, wie vorhin gezeigt, die Schalter
Rahmen von der Herstellung und Adapter. Wir haben hier dann eine Pulsalte-Modulation, dadurch kriegen wir sehr, sehr präzise. Wir haben auch diese Temperaturbegrenzung, aber hier können wir in der Einstellung von dem PWM sagen, ob das Heizkörper sind, eine leichte Fußbodenheizung oder die nassverlegte Systeme sind. Somit haben wir die Flexibilität, wenn vielleicht auch eine Kombination, wo Heizkörper über einen Verteiler versorgt sind, auch die hier dementsprechend schneller regeln zu können, weil deren Reaktion schneller ist. Auf der rechten Seite kommen wir zu der programmierbaren Variante. Hier können wir genau diese PWM-Regelung wiederfinden. Es gibt die Begrenzung dafür. Natürlich die Wahl zwischen Heizkörper oder Fußbodenheizung und auch welche Art von Fußbodenheizung dort ist. Hier haben wir, weil wir Zeitprogramme haben, die sind vordefiniert, wenn wir ein Programm gewählt haben, dass die Temperatur um genau die Zeit, die gewählt wurde, vorhanden zu haben. Deswegen ist diese adaptive Leerfunktion da. Es gibt einen Eingang für die Kühlung und für die zentrale Abwesenheitfunktion, das Absenkung. Bedeutet, wenn ich heizen und kühlen möchte, bräuchte ich von diesem System von der 230 Volt die Hauptregler als erweiterte Variante, die erweiterte Version und ein programmierbarer Raumthermostat. Nur dort habe ich die Möglichkeit, Heizen und Kühlen zu gewährleisten. Genau das Gleiche mit dieser Abwesenheitfunktion. Vielleicht ist auch jetzt für jemanden interessant, dass der Boden nicht über eine gewisse Temperatur kommt und das wird dann über eine optionale Fußbodenfüller realisiert. Es kann sein, dass die Böden nicht kälter, dass man sich wünscht, dass die Böden nicht kälter als 25 Grad werden oder jemand, der Holzböden hat und der unbedingt schützen möchte, der sagt hier, ich möchte nicht gerne nicht mehr als 29 Grad haben. Das könnte man auch hier einstellen. Es ist aber notwendig, man dieser Fußbodenfühler verdrahtet. Er wird im Boden platziert und er wird verdrahtet. Ein kleines Beispiel von dieser Verdrahtung generell zum Hauptregler sieht so aus, ich brauche die Versorgung. Den Hauptregler. Sie sehen hier, dass der Stellantrieb angeschlossen wird, NC oder NO. Dann auf der anderen Seite könnte ich hier die Variante mit Display sehen und bei der Variante programmierbar. Ich habe den Kontakt heizen und kühlen oder abwesend. Ich kann die leider nicht nutzen in dem Bereich Basisregler, weil ich hier pro Thermostat maximal 3 Klemmen habe. Bei dem programmierbaren Thermostat, Sie sehen hier die Möglichkeit, einen Fußbodenfüller anzuschließen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht nur bei dem programmierbaren Thermostat und in Kombination mit dem Basisregler habe ich nicht Heizen, Kühlen oder Abwesenheit. Jetzt sehe ich hier diese Relais, um die Pumpe, diese aktiven Pumpenabgang und natürlich auch dieser Kesselrelais. Wenn ich jetzt mir diesen Thermostat anschaue, Thermostat Nummer 2, und ich möchte gerne 2 Stellantriebe hier verdrahten, dann könnten die 2 Stellantriebe hier auf diese 2 Klemmen platziert werden. Wenn ich aber 4 Stellantriebe hier habe, dann könnte ich die 2 Plätze nebendran von den Thermostat 3 nutzen, indem ich hier über diese letzte eine Brücke aufbaue. Wenn ich die Brücke aufgebaut habe, dann sind hier an Thermostat 4 Stellantriebe zugeordnet. In diesem Fall kann ich ein Thermostat Nummer 3 nicht mehr nutzen. Wenn ich 5 Stellantriebe habe, wie zum Beispiel wäre notwendig, hier nochmal einen Stellantrieb zu nehmen, dann baue ich die Brücke einmal hier zwischen 2 und 3, dann von 3 und 4 und so ist auch dieser Platz von dem vierten Thermostat ja, weg. Ich kann das nicht mehr nutzen. Sie können auch hier sehen, es gibt Thermostate, wo ich 2 Stellantriebe nehmen kann, aber es gibt auch Thermostate, wo ich nur einen Stellantrieb nutzen kann. Wenn ich nur 3 Thermostate hätte, dann würde ich hier so machen, dass ich die 2 miteinander, also Thermostat 6
Kupferwelle und als Friedenstellertrieb baue ich die Brille auf die 7. Und somit haben wir es gelöst. Der Motor 6 wirkt auf 3 Stellantriebe. Wenn nur ein Stellantrieb ist, dann sind die letzten zwei Thermostate dafür prädestiniert. 7 und 8 haben nur einen einzigen Stellantrieb. Das ist die Verdrahtung, wie gesagt, mit 3 Klemmen hier für die Basisversion. Jetzt die alternative Verdrahtung mit 5 Klemmen da. Sie sehen hier, die Symbolik hier hinten hat sich eigentlich lediglich geändert. Die anderen zwei Thermostate bieten diese Funktionen nicht an. So, ich kann halt nur mit dem programmierbaren Thermostat, ich könnte das hier, Sie sehen, Sie folgen dieser Markierung, dann sehen Sie, okay, die Verdrahtung wird dort gemacht und dann Abwesenheit, es ist die nächste Klemme am Thermostat. Man muss auch Folgendes sagen, wir haben hier auch diese Abwesenheit oder Heizen und Kühlen, die Eingänge werden hier auch verdrahtet, zusätzlich zu dem Pumpenrelais und Kesselrelais. Das mit dem Stellantrieb mit Anbindung ist genau das gleiche, maximal 5 mit der Kette hier, mit dieser Brücke, dann kann ich die zuordnen. Das wäre so der Übersicht von diesen 230 Volt. Und Sie sehen jetzt hier, wie viele Varianten gibt es. Es gibt die Möglichkeit, mehrere Stellantriebe zu nehmen. Es gibt eine Möglichkeit, heizen und kühlen. Ich kann auch zum Beispiel auch 3 Hauptregler zueinander verbinden und ich bilde damit eine Anlage, wo ein Kühlsignal im Erdgeschoss ankommt und über die Brücke, die quasi zwischen den 3 Hauptregler gebildet werden kann, werden alle 3 Hauptregler mit der Information, jetzt wird gekühlt und die Thermostaten, die dort genutzt werden, das heißt die eigenprogrammierbaren Thermostaten, wissen alle, dass bei steigender Temperatur ein Kühlfall öffnen sollen, nicht schließen. Das sind zuerst die Varianten in dem Bereich 230 Volt. Die Verdrahtung bei 230 Volt, haben Sie gesehen, das wird, um die Programmierung zu haben, ich komme nochmal zurück, 5-adrig notwendig sein. Aber in jedem Fall mindestens 3-adrig. So. Ich würde mich freuen, wenn eine oder andere Frage gestellt werden kann. Für die 230 Volt Geräte bin ich mit der Übersicht jetzt am Ende. Können Sie bitte Ihre Fragen stellen? Im Moment sehe ich keine offenen Fragen. Kleinigkeiten hatte ich auch schon direkt beantwortet. Ich denke, du kannst erstmal weitergehen. Das machen wir. Die Zeit sollen wir in jedem Fall nutzen, weil wir kommen zu interessanten Bereich, zu der 24-Volt-Variante. Die 24-Volt-Variante ist gleichzeitig eine Kombination zwischen verdrahtet und Funk. Hier werden wir diverse Alternativen, alleine diese Folie zeigt, ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich werde genau wie vorhin bei der einen Komponente anfangen und wir gehen komplett durch allen und werden alle Funktionen, alle Varianten dieser Flexibilität durchbrechen. Die Thermostate, die 24 Volt Thermostate, gibt es nur mit Display, aber die gibt es Aufputz oder Unterputz. Und die Unterputz natürlich eignet sich für das Schaltrahmenprogramm. Wir haben eine Temperaturbegrenzung, eine Möglichkeit direkt im Display über dieser File, die Return File, können wir eine Temperaturbegrenzung definieren. Und dort kann auch ein Fußbodenfühler genommen werden. Die verdrahteten Raumthermostaten, 24 Volt, können sowohl sternförmig als auch busleitungförmig, also wie eine Ringleitung, verlegt werden. Die Verdrahtung für die 24-Volt-Thermostate ist immer 2-adrig, also ich brauche nicht 3 Adern, kann auch eine Klingeldrahtleitung sein, kann natürlich auch die vorhandene 230 Volt, fast eine alte, einfache 230-Volt-Regelung, kann auch genutzt werden.
aber dafür bräuchten wir nur zwei Erde. So, ich kann Sternförmig und Ringleitung kombinieren. Ich könnte zum Beispiel drei Raumthermostaten sternförmig anschließen und dann habe ich in einem Bereich mehrere Raumthermostate, ist ein langer Flur und dann kann ich einmal durch den Flur gehen, dann nehme ich alle drei Räume, die auf diesem Flur nebeneinander sind, in eine Ringleitung bilden, komme ich mit einem zweiadrigen Kabel zurück und schließe ich an eine Klemme, irgendwo hier an den Hauptregler an eine Klemme. Es sind drei Räume. Und hier kommt auch die Möglichkeit, eine digitale Anordnung zu dem Stellantrieb. Die Stellantriebe werden oben betrachtet, die Raumthermostate unten. Und ich könnte zum Beispiel alle Stellantriebe auf der linken Seite verdrahten und die Raumthermostate auf der rechten Seite verdrahten, weil ich über diesen Touchbereich digital zuordnen kann. Bei der Anmeldung werde ich direkt gefragt, welche Stellantriebe zugeordnet werden soll und die kann ich auch per Touch anklicken. Da kommen wir gleich auf die Folie. Das heißt, ich habe hier eine Flexibilität, auch gerade wenn ich verdrahte und vielleicht wenig Flexibilität habe, was alte vorhandene Verdrahtungen angeht, auch irgendwo so zu platzieren, was am günstigsten von der Kabellänge vielleicht passt. Und trotzdem die richtigen Stellantriebe, wo die platziert sind, auch zu ordnen. Eine vielleicht Kombinatorik entsteht mit den Räumen, wo ich vergessen habe zu verdrahten oder wo eine Verdrahtung nicht möglich war. Zum Beispiel hat jemand ein Bad vergessen zu verdrahten, ist alles gefliest. Oh, wie mache ich dann? Dann dafür bräuchte ich einen Raumthermostat, der per Funk arbeitet. Um die Raumthermostate, die per Funk arbeiten, in Kommunikation zu halten mit dem Hauptregler, benötige ich ein Funkmodul. Das bedeutet, dieses Funkmodul ist eine Antenne und die Antenne ist für die drahtlose Verbindung da. Bei den Raumthermostaten, Sie sehen hier ein Raumthermostat dargestellt mit so einem roten Strahl nach unten, wird ein Infrarotfühler gezeigt. Das bedeutet, Sie haben ganz einfache Raumthermostaten und wir haben Raumthermostate, die einen Infrarotfußbodenfühler haben. Für was ein Infrarotfußbodenfühler? Genau das Gleiche. Ich könnte von einem Raumthermostat, was zum Beispiel in 1,50 Meter Höhe platziert ist, mit dem Infrarotfühler die Oberfläche messen, ungefähr einen Halbkreis von und ein Radius von 30 cm messe ich ab. Dort müssen natürlich die Rohre auch liegen. Und da kann ich, genau wie vorhin erklärt, eine maximale oder eine minimale Temperatur regeln. Ich könnte zum Beispiel auch mich ausschließlich nach der Oberfläche orientieren. Oder ich sage, nee, ich möchte Oberfläche und Raumtemperatur regeln. Und das ist möglich hier. Sie sehen hier, das ist diese Flexibilität. Ich kann entweder nur Raumtemperatur und Fußboden, Oberfläche. Das geht aber im Funkbereich ausschließlich mit diesem Infrarotfühler und verdrahtete Bereiche nur dort, wo ich diesen Fußbodenfühler platziert habe. Der muss unter den Fliesen sein oder unter den Böden. Das wäre jetzt Raumthermostatseite. Wenn ich jetzt diese Raumthermostate, die ich vorhin gesagt hatte, das gibt es mit dieser Variante Display, aber auch programmieren möchte, dann bräuchte ich ein weiteres Modul. Das ist dieser App-Modul. Über die App-Variante, Icon-App-Modul, könnte ich eine Abbildung auf eine Danfoss-Icon-App darstellen. Es gibt eine Alternative, darüber spreche ich kurz am Schluss unseres Vortrages. Es gibt die ZigBee-Funkmodule. Über diese ZigBee-Funkmodule können wir eine Verbindung zu einem ZigBee-offenen Funknetzwerk aufbauen. Und das ermöglicht auch wieder,
den Zugriff über eine App. Und diese App kann wieder eine Danfoss-App sein oder eine App von einem Drittanbieter, der auch ziemlich offen spricht. Gibt es Fragen bis jetzt? Alice? Es gab ein paar Kommentare zusammengefasst. Wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn du noch mal in ein, zwei Sätzen den Unterschied zwischen den beiden Varianten erklärst. Also 24 Volt, 32 Volt. Okay. Werde ich sofort machen, vielleicht, weil ich den Hauptredner noch nicht erklärt, dann mache ich anschließend. Das mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Selbstverständlich. Der Hauptredner möchte ich gerne auch erläutern. Wir haben zwei Hauptregler mit 10 Ausgänge oder 15 Ausgänge. Das ist der einzige Unterschied von der Hardware. In der Software gibt es für beide direkt im Lieferumfang ohne ein zusätzliches Modul zwei Funktionen. Einmal haben wir einen automatischen Rauschabgleich eingebaut. Und dann haben wir nochmal eine Funktion, die zwei Wärmequellen, zum Beispiel Heizkörper und Fußbodenheizung in einem Raum, als Beispiel Bad, über einen einzigen Raumthermostat regeln können. Sehr wichtig zu wissen, der Heizkörper muss auch mit einem Stellantrieb geregelt werden. Anders funktioniert nicht. Was interessant ist, ich habe hier auch eine PW-Regelung, als kurzweilige Moderation-Regelung. Ich habe auch diese adaptive Lernverhalten drin. Ich kann auch drei Hauptregler miteinander kombinieren. Also Hauptregler im Erdgeschoss, Nebenregler im ersten Geschoss und Dachgeschoss einen zweiten Nebenregler. Die zwei Regler, so generell, wenn ich 230 Volt und 24 Volt vergleiche, unterscheiden sich schon jetzt hier alleine durch diese zwei Funktionen, die ich drin habe, automatisch ist Rollschabgleich, was auch, ich habe hier rechts und platziert unsere TÜV-Prüfzertifikat, Prüflogo kann man so sagen, ist beim TÜV Rheinland zertifiziert und mit dieser Zertifizierung wird von BAFA anerkannt, wenn es in ein- und zwei Familienhäuser verbaut wird, mit einer Begrenzung, maximale 20 Heizkreise sind pro System zusammengefasst, werden akzeptiert. Also, wenn ich jetzt Hauptregler sehe, 24 Volt, kann automatisch hydraulischer Abgleich. Wie kann er das? Das zeige ich Ihnen später. Und ein 230 Volt, das kann nicht. Also ein 230 Volt Regler, würde ich sagen, kann man grob so sagen, es ist eine Verbindungsleiste. Das ist ziemlich einfach und hat natürlich eine Zusatzfunktion, diese aktive Pumpenrelais oder Kesselrelais. Aber Sie sehen hier, ich habe einen kleinen Computer, weil nämlich die Daten, die er von den Raumthermostaten erfasst, vergleicht mit den Zeiten, wo die Stellantriebe aktiv sind. Und somit nur so kann man einen automatischen Hydraulischabgleich. Und bei 230 Volt haben wir die Varianten bei Verdrahtung dreiadrig oder fünfadrig. Bei 24 Volt reicht zweiadrig, weil wir die Informationen, Zeittemperaturprofile, adaptiv lernen und so weiter, wie ein Morse-Code auf diese über diese zweiadrige Verdrahtung schicken. Somit werden mit 24 Volt die Thermostate versorgt und gleichzeitig können wir das Signal pulsieren und die verstehen, okay, jetzt ist Komfort, jetzt ist Absenkung, wie weit soll ein Komfort gehen oder reduziert wird. Das ist grob dieser Unterschied. Wenn weitere Informationen benötigt werden, gebe ich sehr, sehr gerne im Anschluss zusätzlich. Hier haben wir nochmal einen
Erweiterungsmodul. Und dieser Erweiterungsmodul ist auch ein Unterschied zu der 230 Volt Variante. Hier habe ich nicht eine Umschaltung, es wird gekühlt, sondern hier kann ich aus mehreren Anwendungen, die sind vordefiniert, wählen, dieser Kühlvariante. Es bedeutet, ich habe 10 vordefinierte Anwendungen auf dieser Erweiterungsmodul. 2 haben mit der Vorlauftemperatur zu tun. Ich kann eine konstante Vorlauftemperatur definieren oder eine bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Das bedeutet, alle Einflüsse in den Raum werden zusammengefasst und wird gesagt, hier bitte Vorlauftemperatur reduzieren, weil meine Stellantriebe sind sehr, sehr kurze Zeit an. Und andersrum, bitte Vorlauftemperatur anheben, weil meine Stellantriebe sind fast immer an und die Raumtemperatur wird nicht erreicht. Das wäre diese Vorlauftemperaturregelung. Aber noch interessant ist für Heizen und Kühlengeräte mit Wärmepumpen auch die Möglichkeit, 8 unterschiedliche Heiz- und Kühlanwendungen zu nutzen. Und diese Umschaltung ist auch sehr, sehr interessant für die Heiz- und Kühlanwendungen. Ich könnte umschalten, wenn als ein Signal, ein potenzialfreies Signal von der Wärmepumpe kommt oder mit einem Anlegefühler, das ist die zweite Möglichkeit, könnte ich umschalten, wenn die Vorlauftemperatur zum Beispiel bei 18 Grad liegt. Und die dritte Variante, die wir auch hier haben, ist, dass wir einen Raum als Referenz definieren und dieser Raumthermostat gilt als Referenz für alle anderen Räume. Natürlich wähle ich Wohnzimmer, wenn es nach Süden orientiert ist. Und anhand von dieser Informationen, wenn zum Beispiel ich da anprogrammiere über 25 Grad, bitte kühlen, dann wird die Kühlfunktion gestartet. Natürlich ist dort auch die Möglichkeit, auf dieser Rückseite von dieser Karte sind auch die Anschlüsse für Taupunktkühler, für Vorlauftemperaturkühler und die Versorgung von den Stellantrieben ist hier. Diese Details können Sie in unserem vorgestellten Kurs erklärt bekommen. Aber das wäre jetzt echt tatsächlich der große Unterschied zwischen den beiden Systemen. Zu der 24-Volt-Variante, hier diese Punkte, die hoffentlich Sie auch als blinkend empfinden, ich weiß nicht, ob die Übertragung das darstellt, das sind die Flächen, die als Touchflächen gelten. Somit der 1 bis 15 hier oben, von links nach rechts, das sind die Stellantriebe. Auf der rechten Seite gruppiert ist unser Servicebereich. Somit kann ich, je nachdem, was für eine Fläche da ist, wählen, ob es langsam reagierende Fläche ist, zum Beispiel nassverlegte Fußbodenheizung, schnell agierende wären Heizkörper, ob mein Stellantrieb stromlos offen oder stromlos geschlossen ist, ob ich ein PWM Plus möchte oder eine On-Off-Regelung. PWM Plus beinhält diese automatische hydraulische Abgleich. Wenn ich das nicht wähle, dann habe ich keinen hydraulischen Abgleich. Auf der rechten Seite hier in dem Bereich habe ich diesen Servicebereich. Somit kann ich die Komponenten natürlich anmelden, also installieren oder abmelden, deinstallieren. Ich kann mein Netz testen, ob ich die Verdrahtung in Ordnung habe, ob die Stellantriebe aufmachen, ob die Applikationen, die ich gewählt hatte, ob alle Fühler oder alle Komponenten da vorhanden sind und auch agieren. Und am Schluss, nachdem dieser Test gelaufen ist, könnte ich auch rangehen und bestätigen und dann ist die Anlage vollkommen betriebsbereit. Ich bekomme natürlich durch diese Art von Testen auch einen Hinweis, ob alle Stellantriebe gegeben worden sind. Ich bekomme auch die Information, ob vielleicht ich nicht einen Fühler vergessen habe, Taupunktfühler zum Beispiel oder Vorlauffühler, wenn ich eine Kühlung über dieses Signal Vorlauf wähle. Vielleicht habe ich, weil dort sehr klein die Kontakte sind, mich vertan und habe ich Nachbarklemme gewählt und sehe ich, okay, ich habe diese Fühler genommen, aber der ist für die Regelung nicht vorhanden, weil andere Klemmen genutzt worden sind. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache. Gerade wenn man schnell Zeitdruck etwas aufbaut, dann sieht man am Schluss, okay, das war etwas nicht in Ordnung und ich kann gezielt schauen, was nicht in Ordnung ist und entdecke, okay, das ist dieser Bereich mit dem Fühler. Wenn ich einen Raumthermostat anmelde, dann kann ich, es werden mir freigegeben, alle Raumthermostate, die noch nicht vergeben sind, flackern und ich kann einfach durch draufklicken, 1, 2, 3 Thermostaten auf einmal
einen Raum zuordnen. Das ist auch ein Vorteil. Früher müsste man immer Raumthermostate starten, anmelden, eins nach dem anderen. Jetzt kann ich gleichzeitig 3 oder von mir aus auch 10 Abgänge zu einem Thermostat zuordnen. Was ich vorher gesagt hatte, ich könnte jetzt zum Beispiel Klemme 15 für 3 Raumthermostaten, die in einer Busleitung, also mit einer Busleitung vertraten sind, hier rechts vertraten, aber die zugeordnete Raumtriebe sind hier links und somit kann ich, obwohl ich links rechts unten bin, kann ich die links oben platzierte Standtrieb digital wählen. Das ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr komfortabel. Bei der ein oder anderen Anwendung macht es sehr, sehr viel leichter im Betrieb. Die Zeit rennt und deswegen möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie unsere automatische Rauschabgleich. Was passiert? Was ist da hinten? Ich sprach vorhin von dieser präzise Raumtemperaturregelung und auch über die Stellantriebe, die hier vertreten werden. Ein wichtiger Punkt ist, wir dürfen pro Abgang nur einen einzigen Standtrieb vertreten. Warum? Weil wir diese Arbeitszeit der Stellantrieben permanent scannen. Das heißt, wir haben Raumthermostat, Stellantrieb zugeordnet, schauen, erreicht dieser Raumthermostat die Raumtemperatur? Ja, wie lange war der Stellantrieb in der Zeit an? Zum Beispiel hier für ein Zimmer oder einen großen Raum, weil 3 Stellantriebe hier zu sehen sind. Um die Raumtemperatur zu erreichen, hat man 73% der Vorzeit den Stellantrieb angehabt. Also der wurde versorgt, das heißt, über den Heizkreis floss Heizungswasser. Wenn ich aber Räume habe, wo nur 33% der Stellantrieb an war, dann stelle ich fest, okay, da habe ich einen Kurzschluss. Die Raumtemperatur kommt ganz, ganz schnell auf dem Niveau. In anderen Räumen sehe ich, dass meine Temperatur nicht erreicht wurde, obwohl vielleicht diese Stellantriebe 99, also 100% der Zeit an waren. Und somit identifiziere ich durch diese Betriebszeiten, wo die Kurzschlüsse sind, die Überversorgung ist dann am Schluss, und wo die Unterversorgungen sind. Wenn ich die Überversorgungen reduziere, dann habe ich ein Gleichgewicht im System. Und das passiert, indem ich zum Beispiel sehe hier Wohnzimmer unterversorgt, einen kleinen Raum, vielleicht Büro überversorgt, dann müssen diese Räume, die überversorgt sind, aktiviert. Und das ist eine erzwungene Deaktivierung, die dazu führt, ein Gleichgewicht zu haben. Wie gesagt, dieses Gleichgewicht gibt es nur in der Variante 24 Volt und Funk. Vielleicht ein anderer Vorteil, was mir gerade einfällt, als Unterschied zu der 230 Volt Variante. Wir haben gesagt, dass hier mit ein bisschen, so ist ein kleiner Computer. Wenn wir diese kleinen Computer haben, dann können wir auch über diese App-Modul oder Zielfunkmodul auch die Firmware updaten. Das heißt, wir haben neue Algorithmen und können wir bei diesen Varianten, zum Beispiel hier OTA aus dem Englischen, over the air, also über die Luftwertübertragung, über diese App, werden diese Hauptregeln abgedatet. Also neue Firmware, neuester Stand in der Entwicklung, wird über die App hier reingebracht. Das sage ich total, total gut. Somit bin ich immer mit dem neuesten Stand Entwicklung. Jetzt hier das als Übersicht vielleicht etwas zu nennen. Ja, wir haben auf der linken Seite die einfachste Variante, wo ich nur verratet habe. Ich habe keine Anzeichen, weil in der Zeit war es nicht nur, wenn irgendwie etwas erweitert werden könnte, dann könnte ich mittels dieser Funksmoduls, dann könnte ich Raumthermostat per Funk anregen, ich könnte Heizen und Kühlen aufwenden, natürlich wenn die Böden dafür geeignet sind. Je nachdem, was ich möchte, könnte ich über meine App das darstellen. Und ich möchte gerne einfach die App kurz darstellen. Das ist eine 24-Stunden-Uhr. Das ist jeden Tag eine Uhr sozusagen. Die Symbol, ich bin zu Hause, das heißt zu Hause, das bedeutet Komfort, wird hier Komforttemperatur gefahren,
rote Segmenten sind Komforttemperatur, gelbe Segmenten Absenkung und der Punkt hier zeigt ungefähr, wo ich, also genau, wo die Uhrzeit ist. Unten haben wir drei Quick-Buttons. Über diese drei Quick-Buttons können zum Beispiel, wenn ich abwesend wäre und früher nach Hause komme, dann ich auf diesen Button draufdrücke, dann wird automatisch, also sofort, die Temperatur Komfort ausgesucht. Wenn ich Urlaub plane, dann hier auf dem Button draufdrücke und dann kann ich entweder ab sofort oder einen Zeitraum im Voraus, wenn ich jetzt meinen nächsten Winterurlaub gebucht habe, dann könnte ich dort eintragen. Aber vielleicht hier die einfache Sache, Sie erkennen diese Pause als Button. Wenn ich lüfte und ich möchte nicht, dass die Heizung da angeht, dann könnte ich hier über diese Pause für 20 Minuten oder 5 Minuten, 10 Minuten, es weiß nicht, ob das so für so wenig Zeit richtig Auswirkung hat, gerade für Fußbodenheizung, aber da könnte ich die Heizung auf Frostschutzniveau bringen. Nicht, dass die noch höher fährt von der Raumtemperatur, weil die merkt, okay, eine riesen Absenkung hier. Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn ich dann wieder das drauf drücke, dann kommt zu der gleichen, zu der normale Symbolik. Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs und möchte ich Ihnen eine Kombination zeigen. Sie erkennen hier in dem unteren Bereich Dampfverschleppung, einen 20 Volt OTR mit den Raumthermostaten und hier nach oben habe ich diese Zigbee 3.0 Modul platziert. Das ist ein Zigbee-offenes Protokoll und kann sich mit Komponenten von anderen Herstellern unterhalten. Hier als nur als Beispiel habe ich einen Regler von der Firma Somfy. Das ist dieser Tahoma D-Regler. Dafür gibt es auch ein Zigbee 3.0 Modul und so könnte man in den Somfy Regelung Danfoss Fußbodenheizungsregelung anmelden. Und die Übersicht bekommt man über eine andere App als die Danfoss App, über die Somfy App. Somit können Sie sehen, wie die Integration auch in Richtung Smart Home möglich ist. Aber innerhalb von Danfoss, wir haben auch eine Integration, die ich Ihnen vorstellen möchte, die kombiniert die Anwendung Fußbodenheizung, wo wir uns jetzt unterhalten haben, mit Heizkörper. Das System nennt sich Eli. Es basiert sich auf einem Gateway, wo ich via Icon Zigbee-Funkmodule den Icon Hauptregler anmelde. Dann könnte ich, die Anmeldung folgt über eine App und diese App kann dann natürlich die Räume darstellen auf einen Blick, wo Heizkörper drin ist, ist auch die Symbolik klar, dass da drin Heizkörper sind und Räume, zum Beispiel wenn unten Fußbodenheizung ist und oben Heizkörper, Räume, wo Fußbodenheizung montiert ist. Vorteil hier ist, dass ich über diese Cloud auch eine Sprachsteuerung verwende, auch für die Fußbodenheizung. Und noch weiter wird ein Weg geöffnet für diese Integratoren, die quasi über offene API-Schnittstelle in ein Smart Home, die Danfoss-Regelung ist egal, ob das Heizkörper-Regelung oder Fußbodenheizung-Regelung integrieren können. Ich glaube, diese Alternativen, die wir hier gesprochen haben, die zeigen, wie viele Möglichkeiten hier sind und auch sind geschnitten für diverse Nutzer, ob das jemand einfach möchte. Natürlich, desto komplizierter die Funktionen, denkt man, oh, da bräuchte ich eine besondere Ausbildung. Aber Sie sehen, wir haben immer nachgeguckt, dass so einfach wie möglich quasi mit einer Führung durch die App teilweise sehr leicht zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich bin jetzt in dem Bereich 24 Volt Regelung am Ende gekommen und möchte gerne wissen, Alice, ob wir Fragen im Chat haben. Es ist die Frage nach dem automatischen hydraulischen Abgleich gekommen. Also wie automatisch funktionieren unsere Systeme? Ja, da möchte ich gerne
auch einen Exkurs in der Richtung machen. In, glaube ich, in den nächsten 2 oder 3 Folien komme ich nochmal auf diese Thematik mit dem automatischen hydraulischen Abgleich. Gibt es auch eine andere Frage oder soll ich weiter? Ich denke, mach erst mal weiter. Ich glaube, was jetzt kommt, passt noch ganz gut zu den Fragen. Okay, du weißt schon, was es kommt und deswegen können wir das hier darstellen. Das, und das ist auch klar, das ist tatsächlich so. Wir wissen, wir möchten gerne auch, dass unsere Systeme, die Sie verbauen für unsere Kunden, auch für allen, die gerne partizipieren wollen an dieser Fördermaßnahmen, auch die richtige Lösung dort anbieten. Und dieser Exkurs in Richtung hydraulischer Abgleich, da ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Natürlich, wir bauen alle Produkte, die hier zu sehen sind. Ist egal, ob das Feuerstrahlthermostatventile, druckabhängig oder druckunabhängige Thermostatventile. Und diese Aufteilung, die ich jetzt hier Ihnen zeige, wiederholt sich in einer Form. Aber wir gucken mal, was da möglich ist. Das heißt, die Variante statisch zeigt es hier sich für Heizkörper oder Fußbodenheizung. Für Fußbodenheizung haben wir auch diese Fertigkonfigurierung Ulten, dass wir den Volllast abdecken. Und das sind echt maximal 10 Tage im Jahr. In den letzten Jahren war kein einziger Tag. Und auch heute, heute sind plus 10 Grad, aber am Sonntag die minus 10 Grad. Es sprechen nicht die Normen aus dem Temperaturraum Frankfurt. Also deswegen, Teillast ist fast immer und Teillast wird nicht nur durch die Außentemperatur hervorgerufen, auch die Bedarfe innerhalb der Wohnungen spielen dort eine wichtige Rolle. Deswegen, wir tendieren in unsere Vorträge die Lösung, die diese Teillast integriert, vorzustellen und das kann gemacht werden, indem man einen Differenzdruckregler unten im Keller hat und dann die druckabhängige Thermostatventile oder direkt hier mit druckunabhängige Thermostatventile. Wenn es aber um Fußbodenheizung geht, dann bräuchte ich vor dem Verteiler, Sie sehen hier den Verteilerbalken, einen Differenzdruckregler. Wir haben einen Differenzdruckregler gewählt, der im Vorlauf platziert wird, deswegen ist die rote Kappe hier drauf. Und diese Lösung gilt für Teil und Vorlast, also Vorlast und Teillast, das heißt die gesamte Heizperiode, ist egal, ob ich ein Familienhaus oder Mehrfamilienhaus habe. Weil hier berechne ich etwas und stelle ich auch etwas ein. Das heißt, ich habe einmal eine Berechnung, ich habe etwas angenommen, ich habe das eingestellt und das gilt, wenn das eingestellt ist, für komplett ganze Lebenszeitdauer von dieser Regler. Bei der automatischen Variante könnte man so sagen, das ist eine permanente Berechnung, die wir im Hintergrund machen. Und diese Berechnung können wir aktuell, natürlich decken wir dadurch gesamte Heizperiode, aber für maximal Heizkörper, wenn ich diese Danfoss Eco-Thermostate habe, oder maximal 20 Kreise, wenn ich mit dem Icon 24 Volt OTA arbeite. Wie ist dann diese Zertifizierung hier zu sehen? TÜV Rheinland hat 3 Systeme verglichen. Ein System, was nicht eingestellt ist, mit einem System, was berechnet und eingestellt ist. Und dann als dritte Variante mit diesem digitalen System, was auf ein Verteiler montiert ist, was nicht eingestellt war. Und am Schluss die Ergebnisse verglichen. Und was war? Natürlich unsere automatisches System liefert eine vergleichbare Regelung wie ein berechnetes und eingestelltes System. Mit der kleinen feinen Unterschied, dass wir eine permanente Massenstromberechnung haben. Das heißt, wir haben eine Voreinstellung, die nicht einmalig gemacht wird, sondern immer neu berechnet wird. Und somit garantieren wir eine Lebenslageanpassung hier. Und wenn Sie diese Lösungen nutzen, in diesem Bereich werden die Systeme vom Buffer gefördert. Für Mehrfamilienhäuser geht es nicht. Wenn ich in einem Familienhaus bin, dann muss ich auf alle regionalen Verteiler Icon 24 Volt haben. Es geht nicht, dass nur eine im Erdgeschoss das hat und die beiden zweiten, die im Obergeschoss und Dachgeschoss sind, ohne diese Regelung. Das funktioniert nicht.
Das wäre jetzt als Übersicht, was dieser UNO-Flow, diese Fertigkonfektionierung darstellt. Vorhin haben wir die einzelnen Komponenten gesehen. Jetzt ist die Fertigkonfektionierung. Die Variante, die wir hier in der Mitte haben, ist diese druckunabhängige Variante, wo der Differenzdruckregler im Vorlauf platziert ist. Sie sehen hier die Impulsleitung zum Rücklauf und hier das Paarstück für den Wärmemengezähler. Regler für die 230 Volt Regelung und hier benötigt man eine Voreinstellung an den Differenzdruckregler, Volumenstrom und maximale Druckabfall in dem längsten Kreis und dann eine Voreinstellung der einzelnen Heizkreise. Diese Voreinstellung der einzelnen Heizkreise verfällt, wenn ich jetzt mit einem Eigen 24 Volt arbeite. Und somit könnte man für diese Variante auch eine Förderung bekommen. Wenn ich in ein Mehrfamilienhaus mehrere Fertigkonfektionierung nutze und ich nehme diese UNO4-Control, dann habe ich immer einen Differenzdruckregler hier, der eingestellt werden muss und somit habe ich die perfekte Lösung, die sich permanent anpasst, Gegebenheiten und alle Heizkreise untereinander abgleicht. Ich hoffe, dass ich die Informationen, die Sie gebraucht haben, in der automatischen Tauschabgleich geben könnte. Wenn noch weitere Details sind, dann mache ich sehr gerne. Wir sind jetzt gerade eine Minute über die Zeit, aber ich bin mit meinem Part am Ende klar. Bitte, falls es Fragen sind, Alice, mir die nennen. Es kam noch mal ein Kommentar zu UNO-Flor. Am besten wäre es, glaube ich, wenn du die Frage nochmal beantwortest, wann man jetzt die Komfortvariante nimmt und wann man die Control-Variante nimmt. Der Unterschied ist, möchte ich mit automatischem Hydraulischabgleich oder möchte ich ohne Hydraulischabgleich? Also denn, wenn ich einen Neubau habe und dort, ich sag mal so, eine Berechnung habe und dann sehe ich alles. Ich kann natürlich die Heizkreise einstellen und kann mit der 230 Volt Variante arbeiten. Wenn ich aber die Rohre nicht verfolgen kann, weil den Altbau irgendwie, ja, ich erkenne auch keine Meterzahl mehr und so weiter, das ist viel zu kompliziert. Ich habe auch keine Zeit, die Heizkreise überhaupt in den Längen zu identifizieren oder den Abstand zu überprüfen, dann ist diese UNO4-Control dank der Eigen24-Volt-Regelung die Lösung. Das muss man sagen. Das ist der Unterschied. Und deswegen nimmt man eigentlich den Control dort, wo man auf diese Berechnung verzichten möchte. Okay, und dann sehe ich noch eine weitere Frage. Hier geht es um die Kosten, die geschätzten Kosten. Was kostet das Material mit den 20 Thermostaten der Variante komplett circa? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann Ihnen den Unterschied nennen zwischen einem Hauptregler in 230 Volt und einem Hauptregler in 24 Volt. Der 24 Volt Regler kostet ungefähr 120 Euro mehr als der 230 Volt Regler. Das heißt, Sie bekommen diesen hydraulischen Abgleich und andere Funktionen für den Preis pro Hauptregler. Die Thermostate, wenn Sie die Display-Variante aussuchen, für alle, dass wir einen vergleichbaren Wert haben, sind fast identisch im Preis. Gut, wenn es jetzt noch irgendwelche Rückfragen gibt oder Kommentare, dann gerne reinschreiben. Im Moment sehe ich gerade keine offenen Fragen. Dann nutze ich kurz die Zeit nochmal, um darauf hinzuweisen, dass Sie sich gerne bei uns auf der SHK-Seite anmelden können. Einfach direkt auf der Startseite auf den ersten Banner klicken oder hier den QR-Code abscannen. Dann kommen Sie dort auf die Anmeldeseite, wenn Sie sich anmelden. Natürlich nochmal dran denken, die E-Mail zu bestätigen, kommen auch in unseren Lostopf. Genau hier oben der rote Banner, da drauf einfach klicken, dann kommen Sie auf die Anmeldeseite, dann kriegen Sie auch nochmal weiterführende Informationen, bekommen auch nochmal die Aufnahme von dem heutigen Webinar zugesendet, können Sie es also in Ruhe nochmal anschauen
und weitere Informationen passend zu diesem Webinar, wie auch weitere Termine. Und wenn Sie grundsätzlich mal bei unseren Webinarterminen stöbern möchten, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite, können auch bei uns im Chat mal gucken, da habe ich einen Link reingeschrieben, auch zu weiteren Seiten passend zum heutigen Thema, habe ich ein paar Links geschrieben und unsere Kontaktinformationen. Dann können Sie sich natürlich auch Fragen im Nachgang überlegen und uns dann im Nachgang kontaktieren. Ich würde mich auch über Feedback freuen. Hat es Ihnen gefallen? War alles drin, was Sie erwartet haben? Fehlen vielleicht noch Informationen oder ein komplettes Thema, was interessant ist, was wir aber nicht anbieten? Wir haben sehr viele unterschiedliche Webinar-Themen und Termine bis Juni schon im Plan. Also wenn noch irgendwas fehlt, dann werden wir natürlich alles geben, dass wir dieses Thema auch mit aufnehmen können. Im Moment sehe ich keine weiteren Fragen, einfach nur noch nettes Feedback im Chat. Das freut mich natürlich zu sehen. Das heißt, wenn sonst nichts mehr ist, Marius, dann denke ich, war es das für heute. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr nett, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie können unsere nächsten Webinare besuchen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und einen schönen Gruß aus dem Rhein-Main-Gebiet an Aalen, Deutschland. Angenehme auch Zeit. Von meiner bleiben Sie Seite. Gesund. Genau, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal in einem unserer Webinare oder auch außerhalb der Webinare. Bis dann, wir schließen hiermit offiziell das Webinar.